Ein neuer Tag in der Werkstatt und alles, was wir heute brauchen, liegt vor mir. Und wenn euch interessiert, was daraus gebastelt wird, dann einfach dranbleiben. Ich habe ja vor einiger Zeit hier dieses Lochraster gebohrt und habe dann im Anschluss unter anderem diese kleinen Stopper gebaut, die auch super funktionieren. Und ich habe mich auch probiert an einem Niederhalter und das ist ja leider etwas schief gegangen. Wenn euch interessiert, was genau da passiert ist, dann verlinke ich euch das Video mal oben in der Ecke. Und heute werde ich das Ganze also nochmal angehen. Und dafür war ich gerade im Baumarkt und habe jetzt hier ein paar Kleinigkeiten gekauft. Zum einen diese Kreuzgriffmutter, also einfach ein Griff mit einem Gewinde unten drin für M10 Schrauben. Dann diese Einschraubmuttern, ebenfalls M10. Und diese Füße. Das sind Gelenkfüße mit so einem Teller unten dran. Und ich kann also das Gewinde auf dem Teller, es geht ein bisschen straff, das muss ich mal noch ein bisschen ölen, fetten, was auch immer. Mal sehen, ob das dann ein bisschen besser geht. Aber ich habe halt hier die Möglichkeit, das Ganze ziemlich gut zu bewegen. Und zusätzlich habe ich diese Buchenlatte, 4x4 cm. Und dieses Stahlrohr, das hatte ich euch in irgendeinem Video schon mal gezeigt. 20 mm im Durchmesser, 2 mm Materialstärke und ich glaube 60 cm lang. Das werde ich also in der Mitte durchsägen und mir daraus zwei Niederhalter bauen. Als erstes werde ich das mit der Eisensäge probieren. Mal schauen, ob ich da eine Chance habe gegen 2 mm Stahl. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Das Ganze noch ein bisschen in Geraden oben und dann habe ich schon mal zwei gleich große Stücke. Also fast gleich große Stücke, aber das spielt ja hier tatsächlich keine Rolle. Nachdem das erledigt ist, muss ich mir jetzt noch überlegen, wie weit mein Niederhalter hier ausladen soll, also wie tief sozusagen das Ganze ist. Ich würde es nicht übertreiben. Ich denke, irgendwas so in der Gegend sollte ganz gut passen. Gut, also machen wir das Ganze 20 cm. Wir brauchen ja auch noch ein Stück hinter dem Ganzen und absägen kann man es zur Not ja immer noch. Noch ein kleines Update. Ich hatte euch ja gerade diese Füße hier gezeigt, die man hier unten mit so einem Kugelgelenk gut bewegen kann, wo die Neigung auch relativ groß ist. Der Nachteil Nummer 1 ist allerdings, dass es relativ schwer geht. Aber ich denke, dass ich das mit ein bisschen Ölen, Fetten, was auch immer in den Griff bekomme. Und das zweite ist halt dieser Teller hier unten, der ist relativ groß. Das heißt, wenn man da was Kleines einspannen will, ja, liegt es halt nur auf der Kante auf, wird jetzt nicht unbedingt stören, aber schön ist es auch nicht. Alternativ dazu habe ich noch diese Teile, die haben einen deutlich kleineren Teller und auch ist flacher und ja, besser. Sieht im Prinzip mehr aus wie eine Schraubzwinge, hat aber den Nachteil, dass die Bewegung hier, der Spielraum deutlich kleiner ist als bei dem anderen. Ihr kennt die Unterschiede sicherlich von Schraubzwingen, da gibt es ja zum einen die hier diesen Kugelkopf haben, wo man das relativ stark bewegen kann, den Teller. Und als Alternative gibt es die Schraubzwingen, die im Prinzip genauso aussehen wie das Teil, was ich euch gerade gezeigt habe. Hier gibt es quasi keinen Kugelkopf und das hat zur Folge, dass man das Ganze nicht so gut bewegen kann oder die Bewegungsradius eben nicht so groß ist. Und wenn man da jetzt hier mal reinschaut, dann sieht man eigentlich, da ist nur so ein Kopf drauf, also im Prinzip wie so ein Nagel, eine Niete, die den Teller quasi daran hindert, runterzufallen. Aber der wackelt quasi nur hier hin und her und genauso ist es ja bei diesem Teil hier. Das heißt, selbes Prinzip. Der Vorteil ist, dass ich bei meiner Konstruktion nichts irgendwie fest verschweiße oder was auch immer. Das heißt, ich kann diese beiden Varianten beide ausprobieren, theoretisch auch einfach beide nutzen. Denn ich kann jederzeit oben diese Kreuzmutter abschrauben und dann dieses ganze Teil aus dem Gewinde rausschrauben. Und schon könnte ich dann das dafür einbauen. Aber das seht ihr gleich. Jetzt ist das Ganze soweit zugeschnitten. Was jetzt passieren muss, ist,
Zum einen muss hier ein Loch rein, damit die Stange hier eingefügt werden kann. Das Ganze werde ich dann verkleben und hoffe, dass das hält. Ich denke ungefähr so. Also ich werde hier hinten ein bisschen Platz lassen, weil wenn es zu nah am Rand ist, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass das Ganze ausbricht. Also ungefähr hier. So. Und hier vorn wird dann das Gewinde eingelassen. Wie man jetzt hier sieht, ist die Einschraubmutter deutlich weniger lang, als diese Buchenlatte dick ist. Und das heißt, ich werde die zumindest bis zur Hälfte ungefähr entsprechend abschneiden, so dass ich ja ganz grob jetzt mal angezeichnet das vielleicht ungefähr hier so gestalte. Und hier hinten drin ist dann der Stab. Und das Ganze sieht dann quasi so hier aus. Das ist der gesamte Aufbau und dann sollte das eigentlich relativ fix jetzt gehen. Also 4 cm Buche ist für so eine arme kleine Stichsäge jetzt auch nicht direkt nett, zumal diese Kurve hier ja etwas zu eng offensichtlich für die Säge war. Aber da muss ich jetzt einfach durch. Das Ganze wird jetzt geschliffen und dann machen wir das nochmal. Bevor wir das Ganze schleifen, gehen wir nochmal mit der Kantenfräse drüber und machen da überall eine kleine Kante ran. Jetzt ist das Ganze hier, die ganzen Kanten, alle schön rund ja, abgerundet, so dass sich das jetzt auch wirklich schön anfasst. Und jetzt muss es noch geschliffen werden. So, jetzt ist das Ganze hier wirklich schön zum Anfassen. Und hier vorne die Kante bzw. das Verbrannte hier und hier vorne diese kleine Stufe, das werde ich jetzt mit der Maschine machen. Jetzt ist hier die Fläche gerade. Die Kurve ist ein bisschen heller geworden und auch sehr glatt. Ich könnte das jetzt noch weiter schleifen, bis das dann weiß ist, aber warum? Es ist ein Werkzeug. Und jetzt gilt es, hier diese Gewindemutter einzuschrauben. Und dafür brauchen wir hier natürlich erstmal ein Loch. Und da fragt sich jetzt oder stellt sich jetzt die Frage nach dem Durchmesser. Angegeben wird die mit einem Durchmesser von 16 mm. Das ist allerdings der Gewinde, also der Außendurchmesser von Gewindeaußenkante zu Gewindeaußenkante. Wenn ich so ein großes Loch bohre, dann fällt das Ding ja einfach durch. Ich möchte ja, dass die Gewinde in dem Holz sich einschrauben. Das heißt, ich müsste jetzt ein Loch bohren, das ungefähr so dick ist wie die innere Außenkante sozusagen. Also der Durchmesser außen, aber eben ohne das Gewinde. Der Messschieber sagt 12 mm, das heißt, ich werde einen 13 mm Bohrer nehmen und das Loch reinbohren. Warum 13 mm? Ich denke einfach, diese 4 mm, also auf beiden Seiten 2 mm Gewinde, in eine so massive Buche hier reinzuschrauben, das wird wahrscheinlich nichts. Es ist ein sehr festes Holz und ich denke, also ich habe auch diese Schrauben schon an anderen Stellen benutzt und meine Erfahrung sagt, wenn man es zu knapp macht, dann dreht man sich hier einen Wolf und kriegt das Gewinde nicht rein. Und da muss ich es wieder rausschrauben und nochmal nachbohren. Dann kann ich auch gleich eine Nummer größer bohren. Jetzt sieht das Ganze so hier aus. Hat hier oben jetzt also das 13 mm Loch für die Gewindemutter und hier die 20 cm Millimeter für die Stahlstange. Jetzt schauen wir mal, ob die hier reinpasst. Die passt hier ziemlich gut rein. Das ist schon mal gut. Aber bevor ich die jetzt hier final festmache, werde ich erstmal das Gewinde reinschrauben. Denn da besteht immer das Problem, dass man die wirklich gerade reinbekommen muss. Und so richtig gelungen ist mir das bisher selten. Hier sitzt jetzt die Gewindemutter über dem Loch. Also das Ganze sieht von unten jetzt so hier aus. Und in die Gewindemutter reingeschraubt habe ich jetzt den Fuß. Und der hat praktischerweise hier so einen Sechskant und da kann ich jetzt mit dem normalen Maulschlüssel das Ganze hier reindrehen. Ein kleines Stück ging es mit der Hand,
Deswegen hält das jetzt schon. Also die erste Windung ist minimal in dem Holz drin. Und jetzt schraube ich das hier weiter und versuche das am Anfang noch ein bisschen zu justieren, dass das möglichst gerade in das Holz reingeht. Also von unten betrachtet sieht das Ganze jetzt ganz gut aus. Der Abstand ist fast, also ein kleines Stück hier noch rüber, aber der Abstand ist fast überall gleich. Und jetzt drehe ich das langsam durch und hoffe einfach, dass das Holz nicht bricht. Wie vorhin schon erwähnt, sind diese Einschraubmuttern und ich nicht die allerbesten Freunde. Es gibt immer Schwierigkeiten und ich habe jetzt auch wieder mindestens eine Viertelstunde gebraucht, um diese Schraube hier reinzubekommen. Und es hat mir hier oben auch einiges beschädigt, wobei das jetzt gar nicht das Problem war, sondern ich habe das Ganze ja mit der Schraube, also mit diesem Teil hier eingeschraubt und hatte dann das Problem, dass beim Wiederrausschrauben, was in den meisten Videos super einfach geht, aber wenn man das dann selber umsetzt, ja, ist es halt meistens nicht so wie im Fernsehen, ne? Ihr kennt das vielleicht. Jedenfalls kommt dann einfach dieses Gewinde wieder mit raus, statt dass nur diese Schraube rauskommt. Und das heißt, ich hatte jetzt hier ein bisschen zu tun, dass diese Schraube da drin ist, aber jetzt ist sie drin. Und jetzt sind wir eigentlich fast schon fertig, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Ich habe jetzt hier ein bisschen Kleber, der Metall und Holz unter anderem auch verleimt. Und den werde ich jetzt hier ein bisschen auftragen. In der Hoffnung, dass der mir das Ganze ein bisschen verleimt. Denn diese Stange hier, die soll natürlich im Idealfall dann auch wirklich da drin kleben bleiben und nicht, wenn ich das einmal ein bisschen stärker drücke, einfach durchrutschen. So, jetzt ist das schön voller Leim, das Ganze. Und das war es im Prinzip auch schon. Ich werde das jetzt erstmal hier oben dann noch ein bisschen abwischen und ein bisschen trocknen lassen. Und sollte das nicht funktionieren, also im Sinne von, dass dieser Stab sich dreht und nicht hält, dann werde ich hier einfach gerade eine Bohrung durchmachen durch das Holz und das Metall und dort einfach eine Schraube reinschrauben und dann ist das Ganze auch fixiert. Aber wenn es natürlich so hält mit Leim, dann wäre das Ganze schöner. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera gut sieht, aber ich habe jetzt hier ungefähr einen halben Millimeter Luft gelassen, bis die Stahlstange beginnt oder das Stahlrohr, einfach um die Möglichkeit zu haben, das oben abzuschleifen, ohne dass dann das Metallrohr rausguckt oder auch abgeschliffen werden müsste. Während der Leim jetzt hier hinten trocknet, kann ich schon mal das Gewinde hier reinschrauben und habe hier meinen Griff, den ich jetzt hier drauf schraube. Und den versuche ich einfach mal fest anzudrehen und muss dann beim Spannen einfach probieren, ob das funktioniert. Denn ich habe ja immer die Gefahr, dass wenn ich das dann wieder losschrauben will, dass ich dann das hier oben abschraube. Das ist natürlich Mist. Gibt es dann zwei Möglichkeiten, wenn das so wird. Entweder ich verleime das Ganze hier oben, damit das Gewinde und der Griff verleimt ist. Oder ich mache es dann wie hier in dem Falle, einfach ein Loch durchbohren. Also hier einmal durchs Gewinde und den Griff und eine kleine Schraube rein. Und dann kann ich das Ganze auch drehen. Und das mit der Schraube hätte den Vorteil, dass ich diesen Griff trotzdem noch lösen kann und dann hier das Teil zum Beispiel ersetzen kann durch dieses. Also die Option lasse ich mir wahrscheinlich offen und würde das, wenn das nicht funktioniert, dann hier mit einer Schraube machen. Also ich denke, dass das jetzt erstmal hält. Ich kann das Ganze jetzt hier also in die Platte einspannen, kann mir dann ein Werkstück nehmen, was ich fixieren möchte, das draufsetzen und dann festdrehen. Einziges Problem ist, dass das hier hinten jetzt noch nicht getrocknet ist, deswegen kann ich das noch nicht voll anziehen, weil sonst das Holz einfach wieder hochzieht. Aber auch jetzt ist das schon relativ fest, ich kann es noch bewegen mit ein bisschen Kraft, aber wenn das hier hinten dann getrocknet ist und oder mit einer Schraube fixiert ist, dann kann ich das hier richtig anbrummen, ohne dass irgendwas passiert. Das Holz ist massiv genug mit der Buche. Die Stahlstange sollte es auch nicht verbiegen. Und das M10-Gewinde hier vorne, das sollte das Ganze auch überstehen. Ich wüsste also jetzt gerade nicht,
was groß schief gehen kann. Und genau, das heißt, ich lasse das jetzt trocknen und warte dann einfach mal ab, ob ich das Ganze dann anspannen kann. Während das Ganze jetzt hier trocknet, möchte ich euch noch ganz kurz was zu den Preisen erzählen, denn man macht das ja zum einen, weil es Spaß macht und weil man es halt selber macht, aber zum anderen auch, um Geld zu sparen und nicht irgendeinen teuren Niederhalter für 52 Euro zu kaufen. Und genau deswegen mal kurz die Preise erwähnt. Also dieses Teil hier mit Teller, das Gewinde mit Teller, kostet 2 Euro. Dieses Teil hätte man auch selber machen können, kostet aber so gekauft im Baumarkt 4 Euro. Und dann habe ich diesen Metallstab, wo ja insgesamt 2 Stück draus kommen. Der hat 6,50 Euro, glaube ich, gekostet. Aber auf jeden Fall in der Drehe. Das heißt, die Hälfte wären, sagen wir mal, maximal 3,50 Euro. Da wären wir bei 7,50, bei 9,50 Euro. Und dann eben das Stück Buche. Das ist ja ein langer Meterstab gewesen. Lass es mal 8 Euro gewesen sein, aber da kann man mindestens 4 solche Zwing draus machen, also sagen wir 2 Euro. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, sind wir bei 11,50 Euro, was das Ganze an Material jetzt gekostet hat. Ich habe noch was vergessen, und zwar die Einschraubmutter. Die hat 43 Cent gekostet, das heißt, wir sind ziemlich genau bei 12 Euro für so ein Konstrukt. Während das erste Modell da trocknet, habe ich jetzt hier das zweite gebaut. Und habe diesmal das Gewinde von unten reingedreht. Das hat den Vorteil, dass das dann auf der Unterseite nicht ganz so schön aussieht und oben dafür ziemlich sauber. Hier sieht man jetzt ein paar Späne drin in dem Gewinde oder obendrauf vielmehr. Das liegt einfach daran, dass ich das Ganze jetzt eingeleimt habe und der Leim sich natürlich ein bisschen mit den Spänen verbunden hat und deswegen sozusagen jetzt ein bisschen Dreck drin ist, aber das soll uns nicht weiter stören. Und jetzt kann ich das hier wieder reinschrauben, also analog zu dem anderen. Hier oben habe ich jetzt wieder meinen Griff, den ich jetzt hier draufschraube. Okay, das ist jetzt also richtig festgeschraubt. Und in das hintere Loch kommt jetzt das Rohr noch rein. Kann sie jetzt hier schön verteilen. Wie bei dem anderen schon lasse ich hier oben ganz klein bisschen Luft, so dass ich das hier oben dann nochmal abschleifen kann, wenn das alles getrocknet ist. Und damit wäre auch der zweite Niederhalter fertig und auch den lasse ich jetzt trocknen. Der erste Niederhalter scheint jetzt soweit fertig zu sein, also trocken. Das heißt, ich kann das Ganze hier nicht mehr drehen, das ist fest. Und das heißt, wir probieren das jetzt mal aus, wenn ich hier was einspanne und dann festdrehe. Dann biegt sich das Ganze nach oben, aber hier ändert sich nichts. Das heißt, das Holz wird nicht mehr nach oben gedrückt und dieses Ding ist fest. Also das kann ich halt hier an der Seite biegen, aber hier an der Stelle ist es bombenfest und ich kann auch, wenn ich extrem dran rüttel, es nicht rausreißen. Diese Niederhalter sind also diesmal ein voller Erfolg. Die funktionieren, das finde ich super. Und wenn der zweite dann getrocknet ist, werde ich den natürlich auch gleich nochmal ausprobieren. Das war es also schon wieder aus der Werkstatt. Ich habe jetzt schicke neue Niederhalter, die diesmal sogar funktionieren. Das finde ich prima. Und wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Dann geht es sehr wahrscheinlich mit dem Bus weiter. Und vielleicht ist es dann auch schon das letzte Video vom Bus. Da müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Wir sehen uns also nächsten Samstag wieder. Bis dahin habt viel Spaß und wir sehen uns. Ciao. Ein was ganz Wichtiges habe ich noch vergessen. Und zwar haben meine Niederhalter ja hier diesen Metallteller. Und der sollte natürlich nicht auf mein Werkstück drücken, denn dann drückt er sich ja gegebenenfalls ein und ich habe dann so einen hässlichen Ring auf meinem Brett und das will ich natürlich vermeiden. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon wäre, ich nehme einfach eine Schraubzwinge und nutze diese Plastikkappe hier davon, die wird es in dem entsprechenden Durchmesser bestimmt geben. Oder die zweite Möglichkeit, ich habe mir hier solche Filzpads gekauft und die werde ich auf diesen Teller einfach draufkleben
und somit ist mein Werkstück auch geschützt. Das wollte ich nur schnell hinterher schieben, denn das wäre sicherlich dem einen oder anderen Zuschauer aufgefallen.